Quarkus. In der europäischen Version nennt man das Ding eigentlich Kugelrechenmaschine. Das ist ein dezimales Rechengerät mit 10 mal 10 Kugeln und ist aufgebaut in Zehnerpotenzen. Das heißt, die unterste Reihe sind die Einer, dann haben wir die Zehner, die Hunderter, die Tausender, die Zehntausender, die Hunderttausender, Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, die Milliarden. Das heißt mit anderen Worten, dieser Rechner reicht in der Kapazität von 1 bis 10 Milliarden. Ich zähle mal eine Reihe voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt habe ich 10 Einer. In dem Moment, wo die Einer voll sind, muss ich eigentlich bei diesem Apparat, ohne nachzudenken, ganz automatisch einen Übertrag machen. Das ist der Trick zum Rechnen. Ich schiebe die Einer zurück und hole mir dafür einen Zehner. Und das muss möglichst automatisiert ablaufen. Also praktisch muss man das machen wie eine Maschine. Am besten ohne nachzudenken, weil sobald man hier lange denkt, kommen Fehler auf. Die einfachste Grundrechenart ist die Addition, und wenn man auf einer Reihe bleibt, das heißt bis 10 kann man ja gehen, Beispiel 5 plus 4, mit einem Griff hole ich mir 5 auf die rechte Seite, und jetzt kommen nochmal 1, 2, 3, 4 dazu, auf einen Blick 9 Kugeln, Ergebnis 5 plus 4, 9. Anders sieht die Sache aus, wenn das Ergebnis der Operation die 10 überschreitet, dann ist ein Übertrag fällig. Wir machen es am Beispiel 5 plus 6, 5 gehen auf einen Schlag auf die rechte Seite. Jetzt zähle ich dazu 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich 10 Einerkugeln. Ich mache einen Übertrag auf die Zehnerreihe und hole dann den restlichen Einer noch nach rechts. Ergebnis ist ein Zehner und ein Einer. 11. Zum Beispiel 41 plus 23. 4 Zehnerkugeln, eine Einerkugel, gilt als 41. 23, 3 Einerkugeln. 2 Zehnerkugeln, jetzt beide Zahlen im Überblick und dann zusammenschieben, Ergebnis 64. Bei der Subtraktion geht man entsprechend umgekehrt vor, Beispiel der Rechenaufgabe 15 minus 6. 15 heißt 1 Zehner, 5 Einer. Minus 6, jetzt wird in der untersten Reihe abgezogen, minus 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wird der Zehner gegen 10 Einer vertauscht und ich kann die sechste Kugel wegnehmen. Ergebnis 15 minus 6, 9. Bei der Multiplikation verfährt man wie bei der Addition eben mehrstufig. Beispiel 3 mal 3. Multiplikator 3. Hat mit der Rechnung unten nichts zu tun, ist nur eine Gedankenstütze, könnte man sich auch schenken, wenn man sich die 3 halt merkt. So, jetzt wird unten gezählt. 1 mal 3, erledigt. 2 mal 3, auch erledigt, 3 mal 3, fertig, 3 mal 3 ist 9. Beispiel der Rechenaufgabe 3 mal 7. Zur besseren Übersicht oder damit ich mir die 3 nicht merken muss, hole ich den Multiplikator 3 mal hier oben in die Mitte. Es ist nur eine Gedankenstütze, hat mit dem Rechnen unten selber nichts zu tun. So, 3 mal 7 heißt, ich zähle 3 mal 7 einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, einmal erledigt. 1, 2, 3, ein Übertrag auf die Zehnerreihe. Jetzt zähle ich unten weiter. 4, 5, 6, 7, 2 mal 7, erledigt. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, erneuter Übertrag. 7, fertig. Sobald es oben fertig ist, unten das Ergebnis, 21. Jetzt kommt ein Beispiel für eine mehrstufige Multiplikation. Bleiben wir beim Multiplikator 3. Beispiel 3 mal 12. Ich hole mir sofort ein Zehner und zwei Einer. 12 einmal geschafft, erledigt. Jetzt kommt der zweite. Noch ein Zehner, noch zwei Einer. Das war 2 mal 12. Und noch ein Zehner und noch zwei Einer. 3 mal 12 ist 36. Okay. Eine zweistufige Multiplikation mit dem Multiplikator 12. Ich hole die Denkhilfe nach oben, 2 Einer, 1 Zehner. Dann wird der Reihe nach unten verwandelt. Der erste Einer wird verwandelt, 1 Zehner, 2 Einer, das war 1 mal 12. Der zweite Einer wird verwandelt, 1 Zehner, 2 Einer, das war 2 mal 12. Der Zehner wird verwandelt. Grundregel heißt, wenn ich hier hochgehe, gehe ich hier unten auch hoch. Ich verwandle ein Hunderter und zwei Zehner, Ergebnis 144.
Also wir machen jetzt eine vierstellige Multiplikation. In dem Fall ist es 1111 mal 1111. Das würde auf diese schriftliche Methode ungefähr eine halbe Minute dauern, bis man das Ergebnis hier lesen kann. Beim Taschenrechner würde es ungefähr 10 Sekunden dauern. Man kann diese Rechnung auf dem Abakus in knapp 4 Sekunden schaffen. Und diese Zahlen multiplizieren wir mit sich selber. Die Rechenaufgabe heißt also 1111 mal 1111. Ich verwandle den Einer, 1111 erledigt. Ich verwandle den Zehner, 1111 auch erledigt. Ich verwandle den Hunderter, 1111 auch erledigt. Jetzt kommt der Tausender, vierte Reihe von unten, 1111 erledigt. Und das Ergebnis heißt 1.234.321. Okay, wir machen eine Division. Dividieren heißt abzählen. Ich hole den Operanden nach rechts. In diesem Fall möchte ich dividieren die Zahl 8. Und die Aufgabe soll heißen 8 geteilt durch 2. Ich ziehe die 2 weg oder ich zähle sie ab. Einmal. Und hier unten zähle ich mit, wie oft ich oben abzähle. Das war jetzt einmal, jetzt kommt zweimal. Dreimal und viermal. 8 geteilt durch 2, 4. Die Aufgabe soll heißen 48 geteilt durch 12. Ich zähle ab. Ein Zehner, 2 Einer. Das war einmal 12. Ich zähle weiter ab. Ein Zehner, 2 Einer. Das war zweimal 12. Ich zähle nochmal einen Zehner und nochmal zwei Einer, das war dreimal. Und nochmal einen Zehner und nochmal zwei Einer. Ergebnis 48 geteilt durch 12, 4. Nehmen wir mal die Zahl 276. 200er, 7 Zehner, 6 Einer. Die Aufgabe soll heißen 276 geteilt durch 23. Ich zähle ab, 3 Einer, 2 Zehner. Hier zähle ich es mit, einmal. Dann ziehe ich ab, 3 Einer und 2 Zehner auf der gleichen Reihe, zähle es hier unten mit und schiebe es oben weg. Und eine Reihe höher habe ich nochmal 3 Einer und 2 Zehner. Ergebnis 276 geteilt durch 23, 12. 25.553. geteilt durch 23. Die Aufgabe ist ganz simpel, ich zähle 23 der Reihe nach weg und zähle hier unten mit, wie oft ich es hier wegzähle. Ich fange unten an, 3 Einer, 2 Zehner, einmal 23 und tschüss. Eine Reihe höher, nochmal 23, eine Reihe höher, nochmal 23 und eine Reihe höher, nochmal 23. Ergebnis 1111. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger, wir setzen ein Komma. 5,7. Ich muss mir nur merken, wo mein Komma ist, nämlich nach der ersten Reihe. Weil im Ergebnis muss hinterher logischerweise das Komma auch nach der ersten Reihe stehen. So, Aufgabe selber heißt 5,7 geteilt durch 2. Ich fange oben an und ziehe 2 weg. Einmal, zweimal. Jetzt lässt sich das nicht mehr weiter abziehen, dann gehe ich einfach runter und fange an, die 2 wegzuziehen. Einmal, muss natürlich auf 1 achten, wenn ich hier oben 1 runtergehe, muss ich im Ergebnis auch runtergehen. Da ist noch eine 2 und da ist noch eine 2. Jetzt ist noch ein Rest übrig. Jetzt verfahre ich umgekehrt wie bei einer Multiplikation. Multiplikation heißt Übertrag nach oben. Einer gegen Zehner, Zehner gegen Hunderter, Hunderter gegen Tausender. Bei der Division gehe ich runter. Das hier ist ein Eintel, da ist noch ein Zehntel. Ich vertausche das Zehntel nach unten, dann habe ich 10 Hundertstel. Und jetzt geht die 2, 1, 2, 3, 4, 5 mal auf der dritten Reihe weg. Da zähle ich es mit. Das Eintel tausche ich nach unten, dann habe ich 10 Zehntel. Dann kann die 2 noch einmal abziehen, nämlich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal auf der zweiten Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. Und mein Ergebnis heißt 2,85. Das Problem ist halt, man weiß nicht mehr wovon. Knapp 4 Sekunden schaffen.
Und diese Zahlen multiplizieren wir mit sich selber. Die Rechenaufgabe heißt also 1111 mal 1111. Ich verwandle den Einer, 1111 erledigt. Ich verwandle den Zehner, 1111 auch erledigt. Ich verwandle den Hunderter, 1111 auch erledigt. Jetzt kommt der Tausender, vierte Reihe von unten, 1111 erledigt. Und das Ergebnis heißt 1.234.321. Okay, wir machen eine Division. Divisieren heißt abzählen. Ich hole den Operanden nach rechts. In diesem Fall möchte ich dividieren die Zahl 8. Und die Aufgabe soll heißen 8 geteilt durch 2. Ich ziehe die 2 weg oder ich zähle sie ab. Einmal. Und hier unten zähle ich mit, wie oft ich oben abzähle. Das war jetzt einmal. Jetzt kommt zweimal. Und dreimal. Und viermal. 8 geteilt durch 2, 4. Die Aufgabe soll heißen 48 geteilt durch 12. Ich zähle ab, ein Zehner, 2 Einer. Das war einmal 12. Ich zähle weiter ab, ein Zehner, 2 Einer. Das war zweimal 12. Ich zähle nochmal einen Zehner und nochmal 2 Einer. Das war dreimal. Und nochmal einen Zehner und nochmal 2 Einer. Ergebnis 48 geteilt durch 12, 4. Nehmen wir mal die Zahl 276. 200er, 7 Zehner, 6 Einer. Die Aufgabe soll heißen 276 geteilt durch 23. Ich zähle ab, 3 Einer, 2 Zehner. Hier zähle ich es mit, einmal. Dann zähle ich ab, 3 Einer und 2 Zehner auf der gleichen Reihe, zähle es hier unten mit und schiebe es oben weg. Mit einer Reihe Höhe habe ich nochmal 3 Einer und 2 Zehner. Ergebnis 276 geteilt durch 23, 12. 25.553 geteilt durch 23. Die Aufgabe ist ganz simpel, ich zähle 23 der Reihe nach weg. Und zähle hier unten mit, wie oft ich es hier wegzähle. Ich fange unten an. 3 Einer, 2 Zehner, einmal 23. Und tschüss. Eine Reihe höher, nochmal 23. Eine Reihe höher, nochmal 23. Und eine Reihe höher, nochmal 23. Ergebnis 1111. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger, wir setzen ein Komma. 5 eben mehrstufig. Beispiel, 3 mal 3. Multiplikator 3. Hat mit der Rechnung unten nichts zu tun, ist nur eine Gedankenstütze, könnte man sich auch schenken, wenn man sich die 3 halt merkt. So, jetzt wird unten gezählt, 1 mal 3, erledigt, 2 mal 3, auch erledigt, 3 mal 3, fertig, 3 mal 3 ist 9. Beispiel der Rechenaufgabe 3 mal 7. Zur besseren Übersicht oder damit ich mir die 3 nicht merken muss, hole ich den Multiplikator 3 mal hier oben in die Mitte. Es ist nur eine Gedankenstütze, hat mit dem Rechnen unten selber nichts zu tun. So, 3 mal 7 heißt, ich zähle 3 mal 7 einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, einmal erledigt. 1, 2, 3, ein Übertrag auf die 10er-Reihe. Jetzt zähle ich unten weiter, 4, 5, 6, 7, 2 mal 7 erledigt. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erneuter Übertrag, 7, fertig. Sobald es oben fertig ist, unten das Ergebnis, 21. Jetzt kommt ein Beispiel für eine mehrstufige Multiplikation. Bleiben wir beim Multiplikator 3. Beispiel 3 mal 12. Ich hole mir sofort ein Zehner und 2 Einer. 12 einmal geschafft, erledigt. Jetzt kommt der zweite. Noch ein Zehner, noch 2 Einer. Das war 2 mal 12. Und noch ein Zehner und noch 2 Einer. 3 mal 12 ist 36. Okay, eine zweistufige Multiplikation mit dem Multiplikator 12. Ich hole die Denkhilfe nach oben, 2 Einer, ein Zehner. Dann wird der Reihe nach unten verwandelt. Der erste Einer wird verwandelt, ein Zehner, 2 Einer. Das war 1 mal 12. Der zweite Einer wird verwandelt, ein Zehner, 2 Einer, das war 2 mal 12.
Der Zehner wird verwandelt. Grundregel heißt, wenn ich hier hochgehe, gehe ich hier unten auch hoch. Ich verwandle ein Hunderter und zwei Zehner. Ergebnis 144. Also wir machen jetzt eine vierstellige Multiplikation. In dem Fall ist es 1111 mal 1111. Das würde auf diese schriftliche Methode ungefähr eine halbe Minute dauern, bis man das Ergebnis hier lesen kann. Beim Taschenrechner würde es ungefähr 10 Sekunden dauern. Man kann diese Rechnung auf dem Abakus in knapp 4 Sekunden schaffen. Und diese Zahlen multiplizieren wir mit sich selber. Die Rechenaufgabe heißt also 1111 mal 1111. Ich verwandle den Einer, 1111 erledigt. Ich verwandle den Zehner, 1111 auch erledigt. Ich verwandle den Hunderter, 1111 auch erledigt. Jetzt kommt der Tausender, vierte Reihe von unten, 1144. Also wir machen jetzt eine vierstellige Multiplikation, in dem Fall ist es 1111 mal 1111. Das würde auf diese schriftliche Methode ungefähr eine halbe Minute dauern, bis man das Ergebnis hier lesen kann. Beim Taschenrechner würde es ungefähr 10 Sekunden dauern. Man kann diese Rechnung auf dem Abakus in knapp 4 Sekunden schaffen. Und diese Zahlen multiplizieren wir mit sich selber. Die Rechenaufgabe heißt also 1111 mal 1111. Ich verwandle den Einer, 1111 erledigt. Ich verwandle den Zehner, 1111 auch erledigt. Ich verwandle den Hunderter, 1111 auch erledigt. Jetzt kommt der Tausender, vierte Reihe von unten, 1111 erledigt. Und das Ergebnis heißt 1.234.321. Okay, wir machen eine Division. Dividieren heißt abzählen. Ich hole den Operanden nach rechts. In diesem Fall möchte ich dividieren die Zahl 8. Und die Aufgabe soll heißen 8 geteilt durch 2. Ich ziehe die 2 weg oder ich zähle sie ab. Einmal. Und hier unten zähle ich mit, wie oft ich oben abzähle. Das war jetzt einmal, jetzt kommt zweimal. Dreimal und viermal. 8 geteilt durch 2, 4. Die Aufgabe soll heißen 48 geteilt durch 12. Ich zähle ab, ein Zehner, zwei Einer. Das war einmal 12. Ich zähle weiter ab, ein Zehner, zwei Einer. Das war zweimal 12. Ich zähle nochmal einen Zehner und nochmal zwei Einer, das war dreimal. Und nochmal einen Zehner und nochmal zwei Einer. Ergebnis 48 geteilt durch 12, 4. Nehmen wir mal die Zahl 276. 2 Hunderter, 7 Zehner, 6 Einer. Die Aufgabe soll heißen 276 geteilt durch 23. Ich zähle ab, 3 Einer, 2 Zehner. Hier zähle ich es mit, einmal. Dann ziehe ich ab, 3 Einer und 2 Zehner auf der gleichen Reihe, zähle es hier unten mit und schiebe es oben weg. Und eine Reihe höher habe ich nochmal 3 Einer und 2 Zehner. Ergebnis 276 geteilt durch 23, 12. 25.553 geteilt durch 23. Die Aufgabe ist ganz simpel, ich zähle 23 der Reihe nach weg und zähle hier unten mit, wie oft ich es hier wegzähle. Ich fange unten an, 3 Einer, 2 Einer.